So, hallo erstmal. Willkommen zu Garden of the Sea für die Oculus Meta Quest 2. Ja, ich habe gerade schon mal hier reingeguckt so und habe hier die Rübe runtergeschmissen und wieder aufgehoben und so. Sieht alles sehr cool aus und man fühlt sich sofort drinne. Also, obwohl die Grafik relativ schlicht ist von der Gestaltung, funktioniert das sehr gut. Boah, cool. Das fliegt nach hinten. Ne, also gefällt. Erster Eindruck. Top. So, dann. Ja, ich habe jetzt hier eine Rübe. Achso, und so kann ich mich beamen. Also teleporten, ne? Kennt man ja. Jetzt hier rüber. Steht hier. Drei Rüben. Eine Rübe. Freut er sich. Ach, guck. Der hat ja ein Gesicht. Darf ich dich mal anfassen? Nur gucken. Ja. Das erinnert mich genau an den Brunnen auf dem Friedhof, wo wir immer viel Spaß hatten mit der Gießkanne auf dem Brunnen. Jetzt vielleicht komisch, sieht auf Spaß hatten, aber der Brunnen und die Gießkanne war gut. So, wie konnte ich jetzt nach vorne? So. Ein bisschen auflockern. Und was sagt er jetzt hier? Hacken, säen, gießen. Wir säen, was wir tun können. Ich möchte erstmal Smooth Turn anmachen. So. Okay, gibt mal schon mal ein schönes Menü hier, wenn man den linken Oculus-Knopf drückt. Settings. Dominante Hand rechts. Smooth Locomotion, ja. Beschleunigung, ja. Fast, very fast. Nein, wir machen mal nur fast. Turning Speed, fast. Snap. Fast. Ja. Gucken wir mal, ob. Ja, Deutsch hier. Machen wir mal Deutsch. Speichern und fortfahren. Ach, guck. Das fühlt sich traumhaft an. Also. Makellose Steuerung. Ohne Mist. Sofort flüssig hier. Sehr, sehr gut. Steuerung top. Jetzt habe ich mich aus Versehen gebeamt. Eigentlich nur gucken, ob die Hände Artikulation haben. Kann ich auch ins Wasser? Puh. Sorry für das Pfeifen. Muss mir das mal ausleihen hier. Ach so, Spitzhacke brauche ich, ne? Ne, hier sind Samen. Warte. So, den Trigger-Knopf drücken. Oh, wie schön. Guck mal hier. Ja. Reicht das? Ja.
können wir so lange mal hier gucken. Ist auch alles scharf hier. Und Weitsicht ist auch da. Sieht man gleich, dass da eine andere Vegetation ist und so. Schön. Schön gemacht. Jo, das Wasser erinnert an Zelda Wind Waker. Voll cool. Da kommt wieder die fliegende Seekuh. Ich will da hin. Wo bist denn du? Was gibt's hier? Warte, ich leg das mal dahin. Ja. Drei Rüben will er haben, eindeutig. Dauert noch, ne? Da kann ich schon. Ach Quatsch. Ja dann. Sorry. Schneller gehen können, ne? Ja. Sorry. Wie zum Moment, ich will noch mal. Ich will nochmal das Wasser aus der Hand ziehen. Warte. So. Ja, das ist zum Teleportieren. Nochmal. Nicht das Winter. Wohin mit der Kugel? Thank you.
das war jetzt ein eindeutiges Zeichen, aber wie komme ich da hin? Will er? Holz, Blüte, Stein, noch eine Blüte. Mein Inventar. Ah. Links den X-Knopf drücken. Inventar. Ich bin echt begeistert. Also, das ist so schön. Also jetzt nicht nur oder nicht unbedingt grafisch, aber von der Gestaltung her. Das hat was. Wer bist du? Meins? Die Seekuh. Wer bist du? Wie cool ist das denn? Guck gleich, ist die Kuh mit Liebe hier. Zu fressen? Boom? Möchten nicht. Doch, ne? Möchten auch. Aber keine Liebe. So. Er will Rüben. Habe ich da eine von? Nein, Rüben haben wir natürlich nicht mitgenommen. Erdbeeren packen wir für später ein. Ach guck, die werden auch hier gestapelt in den Slots. Sehr gut. Das ist echt schöner als gedacht. Also, ich mag ja schon Raccoon Lagoon. Aber hier merke ich jetzt schon, dass es eine Ecke komplexer. Nicht für Kleinkinder gemacht, wie es vielleicht jetzt wirkt. Das ist echt Animal Crossing Qualität. So. Ich stecke hier jetzt erstmal alles rein, was wir haben, oder?
Steine, eine Kiste. Eine Kiste, wo soll ich denn hier eine Kiste herkriegen? Und wieso wird's hier dunkel? Was hast du für mich? Eine Karte. Ach, guck. Die ist ein bisschen unscharf. Da. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Die Karte könnte schärfer. Und zwei von diesen komischen haben wir nicht. Wir haben die anderen. Nicht die Omikron, wir haben noch die alten. Delta. Hier schleicht was. So, du wolltest ja Bohnen, ne? Warte mal. Keine Bohnen. Komische Dinger. Pinguin, was machst du denn hier? Ah, da geh ich mal in der Hocke. Du bist sehr cool. Ja. Rübe. Warte mal. Da. Nee. Doch nicht. Doch nicht mit. Ja. Verarscht, aber ich komme wieder. So. Das ist echt cool. Kann man sich nicht gelegen wehren. So, hier Holz. Das Holz nehme ich mit, aber wir müssen erstmal hier fertig machen. Da, genau. Hey, Tag. Rübe haben wir nicht, ne? Haben wir nicht. Nee. Nix. Ja. Hab ich denn nicht eben einen eingesammelt? Da. Nu? Sollst du? Baum? Friss doch keinen Baum. Was darf ich ihm bringen? Ach, der mit dem Bogen. Verdammt. Ich vergaß. Hier wird doch auch einer fressen hier. Erst einpflanzen. Okay. Schon was drin. Thank you.
Anzeige. Rangdinger. Und andere, ne? Da. Okay. Holz. Zack. Und noch eins. Ja, das funktioniert sehr gut. Also ich fühle mich hier schon sehr, sehr drin. Kann er nicht drauf, oder? Mit dem leeren Sack. Haben die hier Recycling? Kann ich die hier? Das ist aber eine schlechte Botschaft. Was mache ich jetzt mit dem Müll? Ich lager den erstmal hier in der Ecke. Ach so. Den Sack da rein und dann hat man die Sachen im Sack. Ach so, gut. Dann bauen wir mal ein Lager auf. Obst. Habe ich jetzt nur ein Obst da reingetan? 10. Quatsch. Die haben wir ja gerade. Habe ich das jetzt verzehnfacht oder was? Das wäre ja schön. Gießen. Was gibt's hier noch? Ah ja, gucken, was wir hier verbrauchen. Okay, da bin ich schon dabei.
Steuerrad. Steuerrad ist sehr cool. Steuerräder sind cool, da habe ich mich gestern noch drüber unterhalten. Was wollten Sie? So eine Rübe. Nee, die habe ich schon weggegeben. Leider nicht. So eine Rübe. Nee, aber habe ich gesehen. Bring ich mit. Die Bohnen. Ach so. Shit. Dreimal Weed. Kann ich die essen? Ups. Ach, der schläft. Hab ich die schon weggepackt? Der hat das Steuer. Ja, okay. Also, wir brauchen mehr Rüben. Was gibt's hier? Was haben wir denn hier noch? Die Dinger und Sonnenblumen, ja, aber so Rüben und Blumen bringen Holzkisten. Was? Sagen hier.
gerne her. Na endlich. So, ab zur Seekuh. Und ich muss immer Rucksack aufräumen. Das fühlt sich echt ziemlich immersiv an, also da kann man nicht meckern. Das ist so eine, ja, auf den ersten Blick, eine simple Grafik, ist, sieht das echt ziemlich gut aus alles. So, achso, ich habe ja gar nichts in den Taschen hier. Endlich, ne? Was willst du nochmal? Nee, die hab ich. Warte mal. Nee, das sind die nicht. Nee, ihr dürft hier bleiben. Warte. Kann ich hier schon irgendwas reinschmeißen? Nee, ne? Was gibt's hier? Gut. Baue ich später an. Das ist echt sehr intuitiv. Sorry. Lass ich mal hier. Okay, ein so ein Gitter und so ein Gatter. Zweimal Gestrüpp hätte ich auch mitbringen können. Ist noch nicht fertig. Hier hing noch irgendwo ein Boot im Baum. Was ist da vorne? Was wolltest du nochmal? Menü öffne. Ich guck mal in mein Menü, was hier so gibt.
Ja, brauche ich eigentlich nichts von. Läuft alles. Ich leg die Karte mal hier hin. So, wie macht man diese Gatter? Muss man noch zwei Rüben und zwei von den blauen? Oh oh, die verdursten. Holzscheit, zwei von den Blütendingern und so, damit machen wir erstmal das fertig. Das vom Tisch. So, liefert er das auch? Ne, aber er packt es ein. Das ist süß. Ist auch sehr gut gemacht hier, dieses Crafting-Menü. Dass die Anleitung hier hängt und man das da alles reinschmeißt. Zu kompliziert ist auch doof. So, kann ich dir noch was Gutes? Nee? Zufrieden hier. Das ist dann einfach abgehakt. Gut. Ist cool. Ja, warte mal hier.
Spaß. Gespannt, was passiert, wenn das voll ist. Ja, jetzt geht's aber los hier. Vögel halten sich an die Regels. Das Zeug dabei. Aber ich weiß, wo es das gibt. Nee, weiß ich doch nicht. Wo sind denn diese stacheligen Dinger? Die habe ich doch auch irgendwo ausgesät. Wo ist meine Gießkanne? Schön. Achso, der liefert das dann. Gut. Sonne geht auf. Oh, das brauchen wir. Und so eine normale Blume.
Soll ich da die Blumen anpflanzen? Gut. Noch einen von den Lilanen. Stein. Nee, Sack. Da muss ich jetzt nur einen Sack dazu. Ja, ihr merkt schon, wenn ich still bin, gibt's nichts zu meckern. Macht echt Spaß. Das gefällt mir bis jetzt auch besser als Raccoon Lagoon. Wirkt ein bisschen weitläufiger und abwechslungsreicher. Echt schön. Das werde ich länger spielen. Ich mochte ja auch Animal Crossing und früher auch Harvest Moon, Raccoon Lagoon mochte ich jetzt auch, ne? Kuji war auch VR und chittiges Blumenpflanzspiel. Ne, guck hier, wie es hier schon wieder aussieht. Für mich wie zu Hause. Ja, muss ich jetzt auch Schluss machen, ne? Weil ich jetzt das Fazit schon gezogen habe. Aber ich baue noch schnell das Boot zu Ende, oder? War jetzt auch nur so ein Zwischenfazit, während hier die Dinger sprießen. Das Boot will ich echt noch zusammenkriegen hier. Was gibt's hier denn? Ach guck, kann ich mir hier ein Haus bauen. Ja, den habe ich doch schon zwei, oder? Nee, nicht ganz. Geh mal dahin. Da war das Boot.
Die lilanen Pflanzen müssten auch gleich fertig sein. Oh, die muss ich gleich mal gießen. Dingensrübe und andere Rübe. Dingensrübe, normale Rübe. Ja, warte. Haben wir denn die gelben Rüben? Ganz gelb. Oh, der Speicher ist kritisch. Muss ich jetzt echt aufhören? Also den Stream. Ich werde aber so schnell wie möglich weiter streamen. Also gibt es auch ziemlich schnell hier einen zweiten Teil, Gameplay-Teil. Das ist echt schön, das ist. Wirkt schön. Ich wollte gerade sagen, es wirkt schon fast Nintendo-mäßig, aber es ne? Ist cool. Ist jetzt nicht die allerschärfste Auflösung, aber tippitoppi. So. Beende ich ihn jetzt ganz. Ich dachte, der macht dahin. Der schläft nur. Gut. Alles gut, weitermachen. Ja, und ich denke mal, wenn man dann das Boot zusammengeschustert hat, kann man dann auch weiterreisen, ne? Sehr, sehr schön. Kein Stress. Schönes Wetter, bunt, nette Viecher hier. Ja, Tiere in VR sind sowieso immer gut. Fliegende Seekühe. Sehr sympathisch. Nimmt auch Rücksicht auf den Pinguin. Lässt mich vorbei. Alle sehr nett hier. Ne? Wobei, ihr reagiert nicht auf meinen Kopf, ne? Ja. Darüber habe ich sogar. Nee, haben wir leider nicht. Leider nein. Doch, warte, ich hol dir eine. Aber dann ist Schluss. Ich muss eh noch die Blumen gießen. Warte. So, Pinguin. Dann ist aber auch gut. Echt süß. Da vergisst man echt, dass man kein Kind mehr ist. Man glaubt das fast, dass die dass das hier irgendwie annähernd echt ist. Jetzt geht's los. Schon wieder Sonderwünsche. Okay. Haut rein.